Hallöchen und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge Clash of Clans. Heute möchte ich euch gerne drei Replays zeigen von Verteidigungen von Rathaus 10 Dörfern. Und das Ganze hat auch einen speziellen Hintergrund, denn in letzter Zeit sind doch einige Kommentare gekommen, dass die Dörfer, die ich in den Speedbuilds habe, so leicht zu besiegen wären und dass die gar nicht Anti-Valkyrie sind und dass man da einfach Queen Ward macht und bums zwei Sterne hat. Das mag ja auch alles vielleicht stimmen, dass man zwei Sterne leicht besiegen kann, beziehungsweise holen kann. Aber ihr solltet immer wieder dran denken, gerade diejenigen, die da eben so drauf rumtrampeln und nörgeln. Diese Dörfer sind Anti-3-Sterne-Dörfer. Das heißt, die Gegner dürfen gerne zwei Sterne bekommen. Und in den meisten Fällen schaffen sie sogar nur einen Stern, weil diese Anti-3-Sterne-Dörfer, da gehen viele direkt aufs Rathaus rein und dann schießt eben die ganze Death drauf und ja. Schwuppdiwupp sind die Truppen weg. Und damit ich so ein bisschen eure Ängste da zerstreuen kann, dass die Dörfer nicht funktionieren, zeige ich euch hier nochmal drei Replays. Wobei zwei Dörfer von denen habe ich bereits ein Speedbuild gemacht. Und das letzte Dorf, das ich euch zeige, da ist noch kein Speedbuild von da, verteidigt aber ebenfalls gut gegen Valkyren. So, dann wünsche ich euch viel Spaß beim Schauen der Replays. Und am Ende sage ich euch auf jeden Fall nochmal was Kleines zum Update und wie das weitergeht mit den Videos hier auf meinem Channel. Und ja, vielleicht melde ich mich zwischendurch ja nochmal wieder. Bis dahin, viel Spaß beim Schauen der drei Replays. Ja, das war das erste Replay und wenn ihr zu dem Speedbuild von dieser Base wollt, dann klickt ihr einfach hier links auf dieses Bild und kommt dann direkt zum Speedbuild. Ihr seht hier, 20% geholt, das mit Valkyren und ausschlaggebend war natürlich der CC Golem. Ja, jetzt kommen wir zum nächsten Replay. Ihr könnt hier ebenfalls draufklicken und ja, das ist die Base, die ich aktuell selbst auch verwende, wo ich auch das letzte Speedbuild zu gemacht habe. Und ja, ihr seht schon, hier geht's los mit den Mauerbrechern, mit den Golems und viel Spaß beim Schauen! Und da ist die Queen jetzt auch schon gleich tot und es bleibt bei 42% und diese Base hat super gut verteidigt. Sehr schön. Ja, ihr seht schon, in dem Fall war in der Clanburg kein Golem drin, denn es funktioniert auch ohne Golems gegen Valkyren. Nun kommen wir zum letzten Replay von El Chefo und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen, wie diese Base gegen Valkyren verteidigt. Us from the sea. Here we stand up in our
Das war das letzte Replay für heute. Und ja, ihr seht schon, es ist gar nicht mal so einfach, nur weil man jetzt Walküren hat und weil die etwas verbessert worden sind nach dem vorletzten Update, muss man ja jetzt schon sagen, sind die nicht das Allheilmittel, um hier drei Sterne einfach mal eben so abzukassieren, obwohl die Base relativ offen ist. Also es ist immer noch eine Menge Taktik gefragt und eins ist auf jeden Fall klar. Man kann jede Base zu zwei Sternen besiegen und mit etwas Glück und Können kann man auch fast jede Base zu drei Sternen besiegen. Aber das ist eben immer eine Frage des Könnens und es geht eben auch bei diesen Anti-3-Sterne-Basen darum, dass man es den Gegnern halt möglichst schwer macht, genau in diesem Clanwort dieses Ziel zu erreichen. Und meistens reicht es ja auch schon, wenn man den Gegnern quasi einen einzigen Angriff vermiest. Also wenn zum Beispiel Nummer 1 oder Nummer 2 vom Gegner einen Angriff failen, dann fehlt ihnen dieser Angriff. Und oft führt sowas schon zum Clanwar-Sieg. Ja, jetzt zu meinen nächsten Videos und wie es in Zukunft so weitergeht. Also ich bin momentan dabei, jetzt hier Dorfbesuche zu drehen. Und es kommt auf jeden Fall kommen auch noch mehr Speedbuilds, es kommen auf jeden Fall noch mehr Tutorials. Ich werde nochmal was zu den Gohawk-Sachen erklären. Auch das geht super gut voran bei uns im Clan momentan. Muss ich echt sagen, bin ich ganz stolz auf euch. Ja, und es wird auf jeden Fall wöchentlich wird immer ein Video kommen, vermutlich am Wochenende. Und je nachdem, wie ich Zeit habe, zwischendurch eben auch mehr. Also anders geht es halt auch nicht, weil ich noch zwischendurch am Studieren bin. Und deswegen kann ich hier nicht jeden Tag eine neue Folge raushauen. Und ja, aber wöchentlich wird ein neues Video kommen. Da könnt ihr euch drauf einstellen. Und von daher sage ich nochmal Dankeschön für eure Unterstützung. Also gerade was in den letzten 4 Wochen passiert ist, das hat mir eine Menge gezeigt, dass ihr auch wirklich begeistert mit dabei seid und sowas sehen wollt. Da danke ich euch ganz herzlich für und ja, schreibt mir unter die Kommentare, was ihr euch wünscht. Ich kann nicht versprechen, dass alles direkt umgesetzt wird, aber ich orientiere mich daran und probiere dementsprechend eure Wünsche zu berücksichtigen. Ja, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Genießt das schöne Wetter draußen, solange es nicht regnet. Und wir sehen uns im nächsten Video, wenn es wieder heißt Let's Play Clash of Clans hier beim Dancer. Ciao!